Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und ja, lange hat's gedauert. Ich gehe mit den beiden Rathaus 9ern auf Rathaus 10. Ihr seht das hier schon mal im Bild. Ich mache das mit beiden Rathäusern auf einmal, also mit dem Alex und mit dem Donnerbengel. Die waren jetzt auch lange genug Rathaus 9. Ich werde das nochmal kurz vorbereiten und dann sehen wir uns gleich zum Video wieder. Viel Spaß dabei! Und dann gehen wir mal Gas. Ja, also beide, ich habe beide jetzt nochmal gerade gecheckt. Ich habe nochmal alles abgesammelt, was abzusammeln geht, damit die letzten Gems hier auch reinkommen. Um 15.030 hat der Alex. Der Basti hat ein bisschen mehr, 15.549. Der Alex hat ein paar mehr CK-Sterne. Der Basti hat ein bisschen weniger CK-Sterne. Das sind jetzt nicht so super viel, glaube ich. Das sind nur, 20 weniger oder 30. Ich muss immer jetzt mal eben nach vorne und nach unten gucken. 1561, 1549. Also sie sind doch schon im Moment, oder sie sind doch sehr, sehr ähnlich. Und auch was die Errungenschaften angeht, was überhaupt dieses Ganze drumherum angeht. Ich meine, okay, wenn es mit beiden ja nie weitergegangen ist. Also denke ich mal, ich werde aber mit dem Alex das Ganze machen. Aber wir wollen in jedem Fall beide Rathäuser einfach anstoßen. Und ich würde sagen, wir beenden dann auch beide, denn beide sollen einfach mal einen Hammer nutzen. Also endlich mal, endlich. Endlich breche ich es nicht mehr ab. Ich habe es jetzt über ein Jahr, glaube ich, habe ich den Mist hier abgebrochen. Nicht den Mist, sondern ich habe ja immer auf Cancel geklickt, habe dann immer mein Gold wieder gekriegt und habe das dann nie fertig gemacht. Jetzt ist es endlich soweit. Ich kriege 2 Zehner, die sind jetzt auch erstmal beide rot. Ich muss mich ja erstmal ein bisschen einspielen. Und dann nehmen wir uns den Basti hier als erstes. Den hauen wir jetzt mit einem Hammer raus, nicht mit Gems, obwohl... Ist auch nicht mehr so teuer. Ne, das war früher mal teurer. Ist auch nicht mehr so teuer. Das war in jedem Fall früher mal teurer. Unser Rathaus 10 ist incoming und auch hier beim Alex, es ist nichts mehr rückgängig zu machen. Rathaus 10 ist Rathaus 10. So ist das leider. Und ich blende euch jetzt aber mal eben den Donnerbengel hier aus. Und ich mache das gleich in jedem Fall am Tablet einfach ein bisschen weiter. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen Rathaus-Szener hier mal sehen. Ich will in jedem Fall natürlich ein paar Hämmer ausgeben. Ihr habt das schon bei meinem 11er gesehen. Das geht ja ganz gut. Aber alles läuft ja nicht mehr so lange. Als ich das mit meinem Rathaus 11 gemacht habe, muss ich sagen, hat ja alles gar nicht mehr so lange gelaufen. Und so ein paar Sachen. Ich habe etliches noch an Büchern. Ich habe noch ein paar Schaufeln. Ich habe ein bisschen was an Runen und so weiter. Genau weiß ich noch gar nicht, wie ich hier vorgehe. Natürlich würde ich gerne mal wieder die Armeelager als erstes hochhaben. Aber auch die Clanburg und das Labor würde ich gerne machen. Vielleicht auch eine dunkle Kaserne, die laufen aber alle nicht mehr so lange. Da tut es mir fast um die Hämmer leid. Was dauert so eine dunkle 5 Tage? 5 Tage nur, das ist echt nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Aber mal sehen, ich will es auf beiden Accounts gleich machen. Der Alex, muss ich dazu sagen, hat nicht ganz so viele Marken wie der Basti. Der Basti hat 100 mehr oder so, weil da bin ich ein bisschen öfter zum Einsatz gekommen. Und Hammer of Building, also ich mache in jedem Fall mir die CB als erstes hoch. Auch die würde ja nicht so lange laufen. 6 Tage nur, eigentlich lohnt es sich nicht. Aber ich muss den Hammer auch so ein bisschen loswerden. Und dann, zack, hauen wir uns den schon mal hoch. Dann haben wir die Clan-Burg schon mal fertig. Und da gehen jetzt dann 35 Truppen rein, plus die eine Karre natürlich. Super Sache, glaube ich. Und jetzt muss ich aber eben mal schauen. Ich muss eben mal durchrechnen. Ich will ja die neuen Sachen auch noch bauen. Ich kann jetzt nicht alles durchhämmern hier. Aber eine Sache hämmern wir uns im Fall durch. Hammer auf Building hier. Ja, Hammer auf Building. Ich glaube nach wie vor ist es der sinnvollste Hammer. Und jetzt muss ich aber mal sehen, was wir dann nehmen. Nehmen wir uns die Zauberschüssel? Ich glaube, die Zauberschüssel nehmen wir uns. 7 Tage läuft die. Die lohnt sich in jedem Fall. Unlocks den Bat-Spell. Das ist in Ordnung. Dann haben wir auf jeden Fall noch einen Zauber mehr. Und aber nicht damit, sondern das machen wir hiermit. Jawohl. Und ich glaube, wir nehmen noch eine Kaserne. Ne? Ich glaube, wir nehmen noch eine Kaserne. Dann habe ich mir wenigstens die Bowler freigespielt. Also noch einmal hier rein gegangen in den Shop. Dann habe ich mir hier die Bowler hochgespielt. Und kriegen wir hier eigentlich auch was Neues? Ah, hier kriegen wir die Miner. Eieiei. Da kriegen wir die Miner. Kommt Leute, wir nehmen noch einen Hammer.
Wir nehmen noch einen Hammer für die Miner, dann habe ich alle Truppen, das ist dann ja nicht schlecht. 448 haben wir immer noch, dann nehmen wir hier die Miner, dann haben wir die schon mal. Ah, nicht damit, ich will immer damit, ich will irgendwie immer darauf klicken. Und damit haben wir Miner, Bowler und wir haben uns hier schon, ja, die Miner. Ah ne, ich muss jetzt einmal, glaube ich, ein- und ausloggen, ne? Ich mache das mal eben. Das ist auch mal ein bisschen komisch, ne? Dass du dann einmal ein- und ausloggen musst, damit dir das auch angezeigt wird, dass wir jetzt die Miner haben. Wir haben schon die Bowler, das ist cool. Und allerdings wollte ich mir auch noch, eigentlich wollte ich mir noch eine Truppe hochballern. Mist, Mist, Mist. Damit ihr auch gleich wieder CK spielen kann. Aber vielleicht machen wir die im Labor. Ah, das weiß ich noch nicht. Das Labor läuft auch nicht wirklich lange, 3 Tage nur. Das lassen wir mal laufen, das Labor. Und jetzt haben wir noch 5,07. Dann machen wir hier ein Army Camp hoch, 4 Tage. Das ist auch nicht viel. Ich habe gar kein Elex mehr. Ich habe gar kein Elex mehr. Aber hier haben wir noch reichlich drin und wir haben auch noch so viel Dunkles da drin. Donner, Donner, Wetter. Nee, Donnerbengel mache ich dann gleich. Aber erstmal gucken, was wir hier neu im Shoppy haben. Neu im Shop Ressourcen. Wir kriegen noch einen Bohrer dazu, okay. Und wir kriegen natürlich reichlich Defense. Die muss ich dann nachher wieder verbauen. Die muss ich nachher wieder verbauen, okay. Defense 1, Defense 2. Zack, Defense 2, Defense 3. Meine zwei Bauarbeiter habe ich jetzt ein bisschen schon laufen. Das ist auch ganz gut. So 1 Tag, 3 Tage, 4 Tage. Nehmen wir erstmal die leidigen Sachen. Das sind die Mauern. Wo will er die denn hinsetzen? Okay, er will die da hinsetzen. Das ist nicht so gut. Wir brauchen hier so eine lange Lane. Oder wir machen hier 2 Lanes, glaube ich. Ne? Es gibt ja ein paar dabei. Das Base bauen ist ja auch nicht so meine Sache. Und da geht es nur bis dahin. Alles klar, wunderbar. Das Baseball ist ja auch nicht so meine Sache. Aber da ich ein richtiger Zehner werde, haue ich mir natürlich einen Inferno schon mal raus. Ein Inferno muss sein. Cool, da will er den hinpacken. Machen wir. Da will er den hinpacken. Nicht schlecht. Und wie viel ist hier jetzt? Oh, hier ist immer. Oh, hier ist nur noch Dunkles drin. Okay, hier ist nur noch Dunkles drin. Dann Heldenbuch. Ziehen wir uns nahenlos hier durch. Was hat er denn da eigentlich? Ah, der ist mit der Kanone fertig, okay. Defenses, Kanone fertig, X-Bogen. Oh, ich habe gar nicht mehr genug Gold schon. Tolle Wurst, da müssen wir schon farmen gehen. Tolle Wurst, hierfür braucht man, glaube ich, keinen Bob. Mit Bob meine ich Baumeister, also einen Bauarbeiter. Dafür braucht man, glaube ich, keinen. Die kriegt man, glaube ich, auch ohne raus. Genau weiß ich das gar nicht. Aber die will ich in jedem Fall haben. Die helfen natürlich auch schon. Auch eine Skelettfalle, okay. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein Teil. Ich hoffe, ihr geht auch so vor. Ich meine, ich habe jetzt endlos was am Marken ausgegeben, aber das ist nicht so schlimm. Ich werde mit denen auch wieder lange Rathaus 10 sein. Und deswegen haben wir jetzt erstmal nur ein Armeelager hier am Start. Haben jetzt wir haben 2 freie Bauarbeiter, müssen jetzt ein bisschen was nachfahren. Können uns allerdings die auch leveln hier. Jawohl, die gehen ja auch ein Level hoch. Und das wollte ich eigentlich nicht unbedingt machen. Was schlägt mir denn der Bob, der Baumeister, hier eigentlich vor? Laboratorium. Ach, das sind die 3 Sachen, die ja laufen. Okay. Was schlägt er mir vor? Einen neuen Dark Elixir Drill. Ja, den machen wir. Den machen wir, den dritten hier, den dritten Bohrer. Und damit haben wir schon fast alle Bobbys am Start. Einen haben wir jetzt noch. Dafür ballern wir uns jetzt die Queen ein Level hoch, würde ich sagen. Die kosten nur 139.000. Ist ja geschenkt. Das ist ja fast geschenkt. Und jetzt haben wir hier nochmal wieder so viel Dunkles. Ja, ich denke, wir sparen mal so ein bisschen das Dunkle auf. Ich werde das Ganze jetzt auch natürlich mit dem anderen machen, mit dem anderen Account. Hier fordere ich einmal Luftwut an. Dann sehen die jetzt auch, dass bei mir 35 reingehen und eine Karre. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wer den Livestream von gestern gesehen hat, oder von nicht von gestern, sondern von Samstag gesehen hat, der hat gesehen, dass wir hier aktuell live in einem Clankrieg sind. Werde ich sicherlich auch noch zu kommen, mal sehen. Und wir machen im Moment ganz, ganz nett hier unsere Sterne, auch einige, die noch nicht so dabei waren. Ja, okay, da war ich mit Alex. Das war auch eine witzige Situation, ne? Könnt ihr euch da noch an erinnern? Ich habe hier den El Capo Capo gemacht. Der hat meine alte Base. Die ich mal hatte.
Ihr seht das hier, das ist meine alte Base, also man trifft sich immer zweimal. So sah meine alte Base mit dem Alex mal aus. Allerdings, muss ich dazu sagen, habe ich sie modifiziert. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich klaue Bases, modifiziere die und ja, die hat einfach mal gehalten, weil ich habe meine Luftabwehren nicht mehr hier, sondern ich habe sie so ein bisschen hier integriert, auch so ein bisschen geschützt vom Flächenschaden, von dem Magertürm und siehe da, sie hält. Aber wie habe ich die noch als, ja, das war so, ich glaube, das war, glaube ich, mein vorletzter Angriff als Rathaus 9 und weil ich wurde immer so gedreiert mit dieser Base, habe ich auch im Livestream gesagt. Ich habe den ja live gemacht im Stream. Und zwar, so haben die Neuner das bei mir immer gemacht. Es hat mich auch immer geärgert. Was willst du machen? Also haben wir hier zwei Luftabwehren geblitzt und diese beiden hole ich mir mit den Helden. So einfach kann es gehen. Und dann kommen die Drachen hier. Mit Drachen habe ich schon ewig nicht mehr angegriffen bei meinen Rathaus 9ern. Aber jetzt gerade so in dieser Farmphase, beziehungsweise wenn diese Spiele sind und auch die bei den beim Battle Pass ist es ja so, dass du dort ein paar Mal mit den Drachen angreifen musstest, habe ich sie natürlich immer mal wieder in Ausbildung gehabt hier und bin hier genauso vorgegangen, habe hier ein bisschen Lack gehabt, dass die Queen wirklich noch, die schafft das tatsächlich noch, die Luftabwehr, weil die Barbaren da unten auf die Queen gehen. Jetzt ist da ein Hund drin. Ist eigentlich nicht so toll, weil meine Drachen gehen natürlich gleich auf die Hunde. War ein bisschen doof, habe ich auch erst gedacht, ach du Scheiße, aber da vorne wunderbar die Ballons hier, die ich in der Clanburg hatte, die Luftminen da oben gefressen. Ja, und dann ging das hier so ganz behende durch diese Base. Durch, mit behende meine ich immer so ganz, so langsam, so wie die Drachen halt so fliegen. Auch gegen den Feger, da habe ich auch wieder gesungen, gegen den Feger. Ah. Aber da viele haben dann schon im Chat geschrieben, Toto, das wären E3. Und ja, habe ich mir dann auch gedacht, denn die Drachen sind doch sehr, sehr stark, auch wenn sie erstmal jetzt weggepustet werden. Aber jetzt kommen sie hier von unten. Hier unten sind sogar noch vier Drachen, das habe ich gar nicht gesehen. Hier sind zwei fast übereinander. Und habe ich dann auch erst später gesehen, hier oben ist jetzt noch einer. Die können auch ruhig alle, die können das alle nicht schaffen. Hier unten ist nur noch ein bisschen Flächenschaden. Der ist ja auch nicht so stark gegen die Drachen. Da ist der Punktschaden von den Bogenschützentürmen viel, viel stärker. Und naja, so kann man es machen. Könnt ihr euch merken, also wenn ihr diese Base seht, nehmt sie nicht, legt sie lieber. Würde ich jetzt mal so sagen. Und mal sehen, ich werde jetzt mal meinen kleinen Farmangriff. Wir wollen natürlich auch mit als Zehner jetzt ein bisschen farmen. Wir haben jetzt natürlich noch keine Truppe mehr, aber wir haben ja noch einen Zauber mehr. Den baue ich jetzt mal eben nach und dann suchen wir uns mal ein Opfer. Ein Gegner meine ich. Irgendwas habe ich jetzt verkehrt gemacht. Es wird jetzt ganz lame, Leute. Nicht nachmachen, bitte. Denn ich habe es ganz verpeilt. Ich habe jetzt da eben die Zauberfabrik hochgemacht, allerdings die verkehrte. Ich habe die nicht richtige gemacht. Ich habe die dunkle gemacht. Dadurch habe ich mir zwar jetzt den Bedspell frei gemacht, aber ich habe gar keinen fünften Zauber mehr. Also müssen wir die Schüssel hier hoch haben. Problem, nächstes Problem. Wir haben keinen Elex. Ich habe jetzt keinen Bock, gerade Elex zu farmen. Also, ganz, ganz lahme Sache. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch schon mal gemacht. Schreibt das ruhig unten in die Kommentare mal rein, ob ihr auch so lahm seid wie ich. Und einfach mal ein bisschen Elex reinballert hier. Also, da sind sie jetzt drin, 4 Millionen. Ich brauche 3,2 Millionen. Die mache ich in jedem Fall. Und, das habe ich jetzt gerade beim Basti auch gemacht, also beim Donnerbengel. Wir pumpen uns die hier fertig, dann geben wir auch mal ein paar Gems aus. Warum soll ich die jetzt die ganze Zeit immer sammeln? Und jetzt haben wir in jedem Fall unseren fünften Zauber. Wir haben den fünften Zauber parat. Ich habe eine ganz, ganz komische Armee am Start. Egal, damit greifen wir jetzt trotzdem an. Ich bin nicht ganz so hoch in der Liga im Moment. Und hier können wir jetzt aber was nachbauen. Einmal, oh, jetzt habe ich noch einen Zauber. Geil, das ist geil, geil, geil. Dann nehmen wir noch mal den, das wird meine letzte Schweinereiterarmee. Also, jo, zwei Sterne. Jetzt kann ich, ich hab jetzt zu tun, ich merke schon, ich habe jetzt zu tun, Leute. Rathaus 10 wird mich ein bisschen, ja, es wird mich nicht stressen, denn auch die Accounts bespiele ich jetzt nicht anders als andere, aber ich sehe schon, ich kriege andere Gegner. Ich sehe es jetzt schon, ich kriege andere Gegner. Okay, ja, ich kriege andere Gegner, ich sehe es gerade. Verdammte Eierachs. Alter, ich habe einen Felsenwerfer hier drin. Ich habe einen Felsenwerfer hier drin. Das ist ja cool. Aber was habe ich denn da drin? Ah ja, okay, ein paar Loons. Okay. Ein paar Loons. Dann machen wir erstmal die Queen hier weg. Mal sehen. Den nehmen wir mal mit. Der hat schönes Dunkles für uns. Ich will jetzt auch mal. Ich habe ja immer noch nicht mehr Truppen. Also, ja. Da müssen wir mal gucken. Ich habe ja immer noch nicht mehr Truppen. Und
Mauerbrecher habe ich allerdings dabei, das ist nicht schlecht. King habe ich schon mal verkackt, also das ist jetzt nicht anders als auf den anderen Reithäusern. Stelle ich jetzt gerade fest, was ich hier gerade verbrate, aber es ist nicht so schlimm. Mal sehen, gegen den Single Inferno werde ich sicherlich nicht ankommen. Und oh, dabei, ja, oh. Jetzt kommt der Toto mit seinen Rathaus 9 Truppen. Ja, auch oh, nicht schlecht. Okay. Auch nicht schlecht, aber der hat noch kein. Die Luftabwehren sind noch nicht ganz so hoch. Da hinten ist allerdings, ich bin auch ein Depp. Hier hinten ist ja ein Single Inferno, ein Multi Inferno. Dann nehmen wir doch lieber den. Und wir blitzen uns das Ding hier schon mal weg hier. Und eine von den Luftabwehren, ich denke mal, wir nehmen mal die hier. Da ist das Dunkle und da oben ist das Dunkle. Okay. Dann würde ich sagen, ja, geht ja nicht anders. Hilft nichts. Wir müssen hier ran mit unseren Rathaus 9er Truppen. Okay. Mit unseren Rathaus 9er Truppen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ein da noch gesetzt. 1, 2, 3, 4. Ich habe ja kein Wort und gar nichts. Fällt mir gerade so auf. Mir fehlt's an allem hier. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. So, die einmal in nicht in Wut gebracht, sondern wir bringen, glaube ich, gleich mal den Ballon hier in Wut. Da sind schon mal die Drachen. Und machen wir den auf. Ah, nee, der macht das kaputt. Das ist schon mal gut. Der macht das schon mal super kaputt. Und komm, jetzt machen die den nicht kaputt da, ne? Den Felsenwerfer. Komm, mach den Felsenwerfer. Ich kann auch öffnen. Ich kann ja auch öffnen. Fällt mir gerade so ein, klar. Lässt sich natürlich auch öffnen. Da hinten aber den Bohrer. Da oben kriegen wir den Bohrer auch noch. Und hier unten ist jetzt leider nur noch ein einziger. Nee, das sind zwei Drachen. Den Bohrer hier unten hätte ich noch gerne. Den Bohrer da unten hätte ich noch ganz gerne. Ich muss jetzt echt mal völlig umdenken mit diesen Accounts hier. Da ich die ganze Zeit ja Go Vibe gemacht habe, Go Hog, alles Mögliche, Go Laloon und, muss ich jetzt echt mal umdenken hier. Den setzen wir mal noch da. Die tanken noch ganz gut. Ich meine, das ist jetzt noch Rathaus 9 Def, ne? Also den Bohrer werden wir in jedem Fall noch kriegen. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Dunkles drin. Mal sehen für die Hexen oder so. Auch das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn mein Labor fertig ist. Was soll ich als nächstes leveln? Ich denke mal, die Hexen auf 3. Noch macht es Sinn. Noch sind sie nicht genervt und scheinbar immer noch sehr, sehr stark. Und in so ein paar Tagen habe ich ja zumindest alle Lager auch hoch. An Armeelager, dann habe ich auch alle Truppen, also 4, 8, 12, 16 Tage minimal. Vielleicht haue ich mir das eine oder andere noch hoch oder nehme mal so ein Bilderbuch, damit das alles ein bisschen schneller geht, je nachdem, wie schnell ich hier level. Aber das war schon mal. Boah, war in Ordnung, oder? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass der noch so viel Gold und Elex hatte. Alles klar. Habe ich jetzt nicht gesehen. Alles klar. Okay, jetzt haben wir fast Gems ausgegeben. Und, dann nehmen wir aber jetzt nochmal, was kriegen wir denn da rein? Boden, Wut. Ah, jetzt kann ich mit den Accounts das auch endlich schreiben. Boden, Wut, Karre. Ich freue mich, muss ich sagen. Und habe jetzt einen Bauarbeiter frei. Die Sachen habe ich jetzt schon einmal nachgelevelt. Mal sehen, wenn die nächsten Bobs frei sind, dann wollen wir natürlich die restliche Dienfässchen raushauen. Nächstes Mal habe ich hoffentlich eine normale Base für euch. Glaube ich mal, weiß ich noch nicht. Ah. Jetzt, ich habe das eben übrigens auch gehört, weil ich natürlich so ein bisschen am Stück aufgenommen habe, habe ich die Musik einfach mit reingezogen. Die kann ich jetzt nicht lauter leiser machen. Ich kann es euch nicht nochmal abdrehen. Ist einfach so. Manchmal, es gibt Dinge, die passieren nur einmal, wie heute Rathaus 10, zweimal Rathaus 10 gegangen hier. Ich hoffe, ihr freut euch auf Rathaus 10 Angriffe. Also, wir haben wieder ein Rathaus 10. Ich hatte jetzt wirklich echt lange keinen Rathaus 10er mehr. Und wir sehen uns in dieser Woche sicherlich häufiger wieder. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Ihr schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare. Meine zu beantwortenden Fragen. Wenn ihr dort was habt, dann lese ich das natürlich. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao, euer Toto. Mit einem schönen Wochenstart. Flasht.